Lasst uns heute über Hyaluronsäure sprechen. Viel Spaß! Hyaluronsäure kommt natürlich im Körper vor. Sie ist ein wichtiger Bestandteil verschiedener Bindegewebsarten. Hyaluronsäure kann sehr viel Wasser speichern. Ein Gramm der Substanz kann 6 Liter Wasser speichern. Mit Wasser verbunden bildet Hyaluronsäure eine gelförmige Substanz. Sie ist der Hauptbestandteil unserer Gelenkflüssigkeit und dient sozusagen als Schmiermittel. Weil der Bestandteil unserem Körper bekannt ist, gibt es quasi keine Allergien. Es gibt Hyaluronsäure in verschiedenen Größen, nämlich niedermolekulare und hochmolekulare Hyaluronsäure. Bei den kosmetischen Inhaltsstoffen heißen beide aber Sodiumhyaluronate. Hochmolekulare Hyaluronsäure wirkt nur kurzfristig und bildet einen Feuchtigkeitsfilm auf der Haut. Sie kann die Hautbarriere nicht durchdringen. Niedermolekulare Hyaluronsäure wirkt längerfristig und kann im Bindegewebe gespeichert werden. Sie kann die Hautbarriere also durchdringen. Die kleinste Hyaluronsäure heißt Oligohyaluronsäure und misst 3 kd. Leider lässt der Hyaluronsäurespiegel im Alter nach. Die Haut verliert dadurch an Elastizität und Feuchtigkeit. Um eine gute Wirkung zu haben, benötigt man eine gesunde Hautbarriere. Ist dies nicht der Fall, verliert die Haut die Feuchtigkeit wieder. Lässt du dir die Hyaluronsäure spritzen, muss dies von einem ausgebildeten Dermatologen oder Chirurgen durchgeführt werden, um unschöne Nebenwirkungen zu vermeiden. Ich habe mich heute an den Artikel von Bayer und Söhne gehalten. Ich habe einiges zum Thema durchgelesen. Den Artikel fand ich einfach am allerbesten. Es steht einfach alles drin. Und es wird nicht so unwahrscheinlich viel über die eigenen Produkte geworben. Also man nimmt viel Wissen mit. Und das macht für mich ein Unternehmen sehr sympathisch. Also ich werde von Bayer und Söhne auch noch was austesten. Ich bin da richtig gespannt, weil die Produkte ja richtig hochwertig daherkommen. Ich wusste beispielsweise nicht, dass es da so immens hohe Unterschiede zwischen den beiden Hyaluronarten gibt und dass es da eben dieses neue Hyaluron jetzt auch noch gibt. Bayer und Söhne sagt, dass es am allerbesten ist, wenn man hochmolekulares und niedermolekulares Hyaluron einfach zusammenmischt. Dann hat man zum einen die Wirkung auf der Haut, man hat aber dann auch die Wirkung im Bindegewebe. Und das ist ja natürlich klar, in der Drogerie gibt es Produkte, die kosten recht wenig. Also ich sag jetzt mal einen Preis von bis zu 10 Euro und dann gibt es natürlich aufwärts auch noch Produkte. Und ich habe ja auch eine Creme ausgetestet. Ich verlinke dir das gerne mal unter dem i von Face Diori. Und da merkt man halt richtig, die ist halt anders zusammengesetzt. Also das ist richtig schön auf der Haut und meine Haut nimmt das richtig schön auf. Also Hyaluronsäure ist ein richtig cooler Stoff, aber er ist nicht so gut, wie er eine Zeit lang gehypt wurde. Also da gibt es einfach bessere Stoffe. Hierzu werde ich dir natürlich auch unter dem E-Mail meine Playlist von den Inhaltsstoffen stecken. Da gibt es zum einen Retinol oder Niacinamid. Und in Kombination kann auf jeden Fall Hyaluronsäure einiges. Ich mag sie total gerne. Ich merke auch, dass meine Haut die total gerne mag, weil ich eben eher ein Typ bin, der in Richtung fettige Haut geht, aber feuchtigkeitsarm bin. Wusste ich auch lange nicht. Wie siehst du es mit dem Thema Hyaluronsäure? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Welche Produkte nimmst du? Schreib es gerne unten in die Kommentare, da können wir so einen kleinen Austausch finden. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib diesem Video doch einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.